Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und wir spielen Alice22 in Silver One Forest. Ja, Freunde, und die Kommentare unter der letzten Folge waren wieder wahnsinnig toll. Ich danke euch dafür. Es gab wieder eine ganze Menge Input und Tipps und das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder die Kommentare liest. Und zwar geht es nochmal um die Autoload-Thematik. Also grundsätzlich eins. Ich bin wahnsinnig unsicher, was Autoload angeht. Ich glaube, das fasst die Thematik wahrscheinlich am besten zusammen. Ich tue mich halt schwer. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe im Alice19 angefangen und habe relativ zeitnah mit Autoload begonnen und habe mir halt so Dinge wie Gabelstapler, Teleskoplader und so, die habe ich komplett für mich von Beginn an direkt aus dem Spiel verbannt. Weil Autoload so eine schöne Mechanik ist. Und ihr hört schon raus, ich mag Autoload prinzipiell. Aber halt nicht um jeden Preis. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo mein innerer Monk mich zwingt, zu sagen, ich versuche darauf weitestgehend zu verzichten. Und oftmals ist es so gewesen, dass man Autoload-Fahrzeuge hat. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das so war, aber ich glaube, die konnte man dann nicht wirklich anders benutzen. Ich glaube, es müsste eigentlich immer gehen. Aber es ist irgendwie trotzdem ein bisschen komisch gewesen. Naja, um den Bogen jetzt nochmal so ein bisschen rumzuspannen. Ich habe in der Old Stream Farm, die Kisten können wir da mal stehen lassen, ich habe ja ein bisschen rumgespielt. In der Old Stream Farm ist es dann letzten Endes so gewesen, dass ich mir einen klassischen Autoloader geholt habe. Aber einfach auch nur, weil ich die Wollepaletten, die aus dem Schafstall kamen, nicht über Verteilen in den Schafstall schicken konnte und ich konnte die nicht mit dem IT-Runner laden. Und dann, ja, habe ich mir einen klassischen Autoloader geholt. Ende vom Lied war, ich habe den irgendwie gefühlt trotzdem kaum benutzt. Ja, und hier ist es jetzt so, dass ich mich überzeugen lassen habe von euch und ich habe jetzt zu meinem IT-Runner mir den Universal Autoload reingezogen. Dafür brauche ich keine neuen Fahrzeuge. Das funktioniert mit allem, was wir hier jetzt so standardmäßig im Spiel haben. Und ja, auch mit dem Zug. Ihr seht ja, ich habe das jetzt hier alles nur auf die Ladeplattform gestellt. Und das finde ich cool, weil ich das hier jetzt, wenn ich so sein kleines Konzept erarbeitet hat, zum Beispiel hier jetzt die Balken stellen wir einfach hier vorne mit hin. Und die kann ich jetzt, ich habe den vorderen Wagen aktiv. Ich muss bloß mal kurz auf Tastatur wechseln. Dann kann ich jetzt hier laden. Ich muss natürlich stehen bleiben. Und dann lädt er das hier wunderschön rein. Das hier vorne ist ein Experiment mit kleinen Paletten gewesen. In dem vorderen Anhänger funktioniert nicht gut. Lasst es bleiben. Nur so ein kleiner Tipp. So, jetzt wechseln wir den Anhänger auf den nächsten und gehen jetzt hier auch auf Laden. Und da laden wir einfach die Fertigteile. Und das finde ich jetzt wiederum auch recht angenehm. Wobei man sagen muss, dass sich die großen Paletten hier eigentlich auch relativ angenehm laden ließen. Aber naja, wir gucken mal. Wie gesagt, ich bin ja ein Mensch, ich bin kompromissbereit und ich weiß auch gar nicht, wie viel ihr letzten Endes im Let's Play von der ganzen Geschichte mitbekommt. Ich lasse das mal, das ist hier nur mal so ein Test gewesen. Wir fahren jetzt mit dem Zug den Kram verkaufen. Und die anderen Paletten, die kleinen, die hole ich mit einem IT-Runner ab. Die finde ich damit wesentlich schöner zu transportieren. Ich könnte da auch einen anderen Anhänger noch mit Autoload nehmen. Aber da wiederum mag ich den IT-Runner. Bei den großen, muss man dazu sagen, mag ich den IT-Runner nicht. Denn wir sehen, dass hier 3000 Liter Fertigteile ist eine wahnsinnige Größe. Auf dem IT-Runner ist das halt einfach nur 3000 Liter Päckchen. Und die sind genauso groß wie 3000 Liter Gemüse oder 3000 Liter Bretter. Und das finde ich irgendwie, naja, ich weiß nicht. Nicht ganz so toll. Noch eine zweite Thematik zum Thema Autoload. IT-Runner bringt natürlich wirklich auch seine Problemchen mit sich. Ich war zum Beispiel im Drechselbetrieb und hatte da drei verschiedene Paletten draußen stehen. Der ist so durcheinander gekommen, dass ich alle Waren, die da rumstanden, verloren habe. Also da lohnt es sich wirklich nicht, den zu nutzen als reinen Autoloader. Aber das will ich auch eigentlich gar nicht. Ich probiere ein bisschen rum. Und ich möchte das Ding echt so verwenden, wie ich es beim letzten Mal gezeigt habe, dass wir im Beispiel hier von der Metallschmelze halt einfach unseren Teleskoplader nehmen und den Kram in den IT-Runner reinschieben. Und ja, das geht auch, dass ihr die Palette daneben stehen lasst und wenn die Paletten spawnen, dann greift er die sich auch.
Also dann braucht er dann bloß sozusagen den Anhänger abholen. Das ist auch eine Variante, die ich genutzt habe. Also wir werden wahrscheinlich viele Dinge benutzen. Hier in dem Beispiel wird es zum Beispiel so sein, dass ich den Universal Autoload vermute ich auch mal für unseren... Ja, wie heißen die Dinger gleich nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Rungenanhänger, genau. Mit unserem Rungenanhänger nutzen werde, denn wir haben ja am Tieflader den Anhänger, wo wir 12 Meter Balken aufkriegen, und ich denke, das werde ich nutzen. Vor allem auch offscreen, wenn ich neben den Let's Plays spiele. Ganz einfach, um da so ein bisschen den Prozess mehr dann doch vielleicht ein bisschen schneller zu machen. Wenn wir spielen im Let's Play, will ich aber weiterhin, denke ich, den Volvo-Anhänger nutzen. So für mich so als kleine Grundregel, dass ihr das versteht. Das ist einfach, weil ich dieses Spiel einfach so schön finde damit. Ja, und wie ihr hier seht, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich habe die Paletten nochmal rausgenommen. Ihr braucht die, wenn die hier rausgefallen sind, tatsächlich dann bloß über die Grundstücksgrenze schieben, und dann verkauft ihr die von alleine. Das hat ganz gut geklappt. So, das aber nochmal ganz kurz zum Thema Autoload. Das Ding kann man wirklich bis ins kleinste Detail, können wir das nochmal uns durchkaspern. Ich denke, wir werden in einer der nächsten Folgen auch mal noch einen kompletten Prozess ablaufen, wo wir 2 Monate haben, in denen wir komplett Autoload-technisch nochmal ein bisschen was machen. Also das heißt Autoload-technisch, denken und machen. Sense gleichzeitig funktioniert natürlich wieder nicht. Indem wir sozusagen mal den ganzen Verladeverkaufsprozess und so dann mal machen, so wie ich den jetzt für mich durchdenke. Ja, das denke ich, werden wir auf alle Fälle nochmal mit durchspielen. Aber ich will heute mal etwas machen, was schon lange bei mir auf der Liste eigentlich steht und was mir eigentlich auch viel Spaß bereitet. Und zwar wollen wir uns heute mal mit dem Hofbau beschäftigen. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen was von der Kohle gegebenenfalls in die Auslöse unserer Gerätschaften investieren, dann ein bisschen was in neue Gerätschaften und aber auch gegebenenfalls nochmal in Länderkauf und Co. Also ich weiß gar nicht genau, was ich gesagt habe, aber irgendwie so in dem Dreh, glaube ich. Und für mich gehört es dazu, dass wir mal sagen, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Wir haben jetzt so viele Geräte, wir brauchen mal ein bisschen Platz, wir brauchen mal ein paar Werkstätten. Ich weiß nicht, mir gefällt das einfach so nicht. Zum Beispiel der hier, ne? Warum parke ich den hier draußen? Wenn ich den jetzt nicht nutze, kann ich den doch hier irgendwie erstmal in so eine Halle stellen. Da ist der ein bisschen besser aufgehoben. Das muss ich mir echt mal angewöhnen, zu sagen, ich nutze diese Flächen auch. Ja. Und das gehört zwar, ja, wo das Sägewerk gehört uns ja eigentlich. Ne? Eigentlich gibt's hier, ist das als Grundstück direkt? Ja, das gehört uns wirklich komplett als Grundstück. Das heißt, theoretisch kann man ja auch hier, wenn man das will, jetzt muss ich selber mal ganz kurz gucken, überlappt mit anderen Objekten natürlich. Also ich kann natürlich, klar, wenn ich V anmache, kann ich den Kram hier überall hinstellen, wenn ich das möchte. Ich wünschte wirklich, ich könnte die Bretter hier wegnehmen und könnte dann sagen, ich könnte mir hier noch was hinstellen, wenn ich das will. Ich weiß, das ist Optik und es ist wahrscheinlich auch gut so. Vielleicht bauen wir hier hinten nochmal irgendwie, irgendwann auch nochmal ein bisschen was anders. Das muss ich mir mal noch überlegen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Ah, die Bäumchen werden auch größer hier in der Mitte. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja, hier werden wir auf alle Fälle, hier bin ich auch auf einem ganz guten Stand. Hier werden wir demnächst glätten. Das wird auf jeden Fall so ein Part. Da werden wir uns ein bisschen nochmal mit Landscaping auch auseinandersetzen. Ja, aber wie gesagt, jetzt fahren wir erstmal hier hoch. Dann würde ich sagen, laden wir mal unsere Geräte ein. Oder auf. Ich würde nämlich ganz gerne den, ja, unseren Ernter, unseren Holzernter würde ich ganz gerne mit vornehmen. Genauso wie auch, ah, den kleinen müsste man eigentlich auch mitnehmen, ne? Hat schon Sinn. Dass wir da ein bisschen die Möglichkeit haben, ja, mit der Fräse eigentlich ein bisschen gleich mal was beiseite dann zu räumen und um da ein bisschen was bauen zu können. Denn das ist wie gesagt, das wäre so der Plan für heute, dass wir uns da ein bisschen uns das Grundstück nochmal angucken und ziehen wir den gleich aus? Ja, das macht eigentlich Sinn, ne? So.
dass wir da gleich ein bisschen uns das Grundstück kaufen, gleich mal ein bisschen aufräumen, ein paar Pläne machen, was ich mir dafür gedacht habe. Ich habe mir wahnsinnig viele Mods gezogen, wahnsinnig viele Mods, also oder aktiviert eher gesagt. Ich weiß noch nicht genau, was wir davon alles letzten Endes spielen werden. Das habe ich noch keine Ahnung. Müssen wir uns mal überlegen. Aber wir werden uns wahrscheinlich viele Dinge davon einfach angucken erstmal und dann entscheidet sich das spontan. So, wir müssten theoretisch, jetzt habe ich, ja, das ist doof. Eigentlich müssten wir die Seitenwände noch ausfahren, ne? So haben wir es, glaube ich, beim letzten Mal auch gemacht. Ich habe immer die Tastenkombination nicht im Kopf, deswegen. Ja. Krass. Das habe ich fast geahnt. Das war mal einfach ein Versuch. Aber ich wollte auch wissen, ob das funktioniert mit dem. Dem Kram hier das so zusammenzuschieben. Wir schieben erstmal zusammen, wir ziehen den Klang gleich nochmal auseinander. Und wie war das kleiner mal? Genau, Ö. Mit Ö konnte ich den Parkmodus einstellen. So, jetzt hier nochmal kurz den Stück vor. Jetzt hoffe ich, dass der das hier hinkriegt, den Arm ohne Kollision hier festzumachen. Ich will das nämlich, wir testen das heute gleich mal ein bisschen mit. Ja, so sieht das eigentlich ganz geil aus. So, und jetzt müssen wir wahrscheinlich echt mit dem immer ein Stück nachrollern. Jetzt ist er festgeschnallt, genau. Dann können wir den nämlich jetzt hier ausmachen. Und jetzt haben wir nämlich hinten drauf noch ein bisschen Platz. Und dann hoffe ich, dass wir den hier noch problemlos hier drauf kriegen. Ohne großartigen Stress. Wie gesagt, ein Versuch gewesen. Klar, dass, wie wir das letzte Mal gemacht haben, ging das auch ganz gut. Aber ich wollte das mal testen. So, jetzt stehen die hier ganz gut hintereinander. Und so können wir den Kram eigentlich problemlos mitnehmen. Pack hinten die Ladebuchse wieder zu. So, den Modus natürlich wieder rausnehmen hier. Und dann geht's mal vor. Ich habe überlegt, ob ich mir hier Feld kaufen soll. Das war auch eine Idee, dass ich sage, ich mache eher hier so meinen Bereich hin. Aber wir haben vorne das Grasfeld. Und hier die Geräte, die werden eh viel draußen stehen, weil wir die permanent brauchen. Die werden gar nicht so viel in die Werkstatt, in irgendwelche. Ja, sag schon. Ich schaff's irgendwie immer wieder, Freunde, wisst ihr das? Ich habe noch gerade dran gedacht. Das ist mir früher nie passiert, so häufig. Aber da bin ich auch nicht so viel mit diesen Trailern rumgefahren, das gebe ich zu. Ich gelobe Besserung. Ich muss mir das wirklich angewöhnen, da vorsichtiger um die Kurven zu fahren mit den Gerätschaften. Ja, jetzt hängt natürlich auch unser Ernter hier so ein bisschen drauf, wie auf 7:30. Ja, und dadurch haben wir jetzt natürlich auch ein bisschen Schieflage hier. Na, das müssen wir nochmal ein bisschen fixen. Gefällt mir nicht. Der ist jetzt natürlich hier. Fliegt uns hier um die Ohren, wenn ich den jetzt hier. Er fliegt uns bestimmt gleich runter. Ist doof. Ich probiere das mal mit dem starken Bauern. Ich glaube, jetzt sitzt er wieder halbwegs ordentlich und jetzt passen wir einfach ein bisschen besser auf,
Perfekt sitzt er immer noch nicht, aber das ist erstmal alles gut für unsere Zwecke ausreichend. Jo! Prinzipiell bin ich ein Fan von diesen großen Gefährten, so mit diesem ganzen, ne, schwere Fahrzeuge hier drauf und das Versuchen von A nach B zu transportieren. Aber ich muss mir echt mehr Mühe geben. Und kann das nicht so Larifari einfach nebenbei irgendwie um die Kurven schießen wie sonst was. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das heute alles schaffen werden, was ich mir vorgestellt habe. Ich merke wirklich gerade, dass die Zeit rennt. Aber es ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir einfach mal eine längere Folge wieder machen. Können den ja auch, wobei, wenn ich den automatisch, doch, wir können den eigentlich, obwohl, soweit ist es nicht. Wir fahren das Stück jetzt alleine hier. Das passt schon so. Ich nehme noch einen kleinen Schluck von meinem Tee. Wunderhübsch. Ja, und ich habe mir, vielleicht können wir das dann beiläufig noch ganz kurz bequatschen. Ich habe mir überlegt, ich werde mir für den IT-Runner tatsächlich noch den anderen Anhänger holen. Den, der quasi, wer ist das Ding? Den hier, den 2633 HD. Weil den kann ich ja an meinen IT-Runner hinten noch dranhängen. Und dann können wir halt sozusagen zwei Paletten transportieren. Also zwei Anhänger mit jeweils verschiedenen Paletten. Und das werden wir, vermute ich, dann nutzen, wenn wir... Wobei, brauchen wir das? Ich überlege gerade. Stimmt, das war die ursprüngliche Idee. Die hatte ich im Kopf, weil ich mir gedacht habe, dass wir dann die langen Bretter und sowas mit transportieren. Aber das gefällt mir halt in der Art und Weise ja eh nicht so. Von daher... Wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen, wie wir das machen. Ich muss mal noch ein bisschen überlegen. Genau, so. Jetzt erstmal schön runterbremsen, Sense. Einen Mist machen jetzt hier beim um die Kurve fahren. Ja, unser Grasfeld braucht noch einen Monat, ne? Im April. Wir haben das ja schon mal bequatscht gehabt. Im April ist das dann ready. Ich weiß, es gibt wohl irgendwelche Cheating-Varianten, wo man sagen kann, man kann einen Monat abkürzen, indem man irgendwie nach dem Mähen mit einem Striegel drüber geht und so, habe ich irgendwie gesehen, aber es ist jetzt nicht so meine Herangehensweise. Von daher passt das schon so. So, als allererstes natürlich erstmal wieder den Kollegen hier runter. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht so richtig, ob wir die beiden so brauchen hier oben, wie ich mir das vorstelle. Aber ein bisschen aufräumen müssten wir. Denke ich, denn ich glaube, wir werden mehr Platz für unsere Vorhaben brauchen, als wieder aktuell zur Verfügung steht. So, okay, alles klar. Dann haben wir den erstmal hier soweit stehen. Dann können wir Motor aus. Du kannst eigentlich auch alles einfahren, was so da ist. Genau, zusammen. Ich kann es mir nicht merken. Ich muss tatsächlich hier nochmal reingucken, wie ich diese Klappe hier auslade. Hä? Breite der Plattform. Das ist jetzt nur Länge. Geht gerade nicht. Manchmal geht es einfach nicht. Jetzt kann ich... Ah, jetzt. Ich muss ausgeklappt sein. Genau, dann kann ich es... Verstehe. Ja, okay, perfekt. So. Jetzt gehen wir mal in den Baumodus. Also, ich habe eine ganze Weile überlegt gehabt, wie wir es machen. Ob ich hier unten jetzt Hof hinstellen soll und nur die Fläche nutze und wir hier noch ein bisschen ein paar Bäume wegmachen. Ich will es natürlich ganz gerne, wenn möglich, noch ein bisschen waldig halten. Ne? Jetzt sind wir natürlich im März. Ist noch nicht so viel los mit Grün. Das heißt... Die endgültigen Gestaltungen und sowas, das werden wir wahrscheinlich eher erst im April machen. Ich guck mal kurz rein, wie es im Sägewerk aussieht. Ah, das käme noch einen Monat hin, ne?
Knapp 50.000. Wir haben jetzt 8 Uhr. Dann hätte man ein bisschen... ein bisschen mehr Spielraum. Wir gehen mal in den April. Weil dann sind die Bäume sind dann schöner aus. Und ich mag das nicht, im Winter Landscape, Gestaltung und sowas zu machen. Das macht die Sache immer ein bisschen... ja, es sieht halt nicht so schön aus. Ich finde es wesentlich schöner, wenn die Bäume schon ein paar Blätter tragen und so. Könnte jetzt natürlich sein, dass unser Sägewerk kurzzeitig leer läuft. Das wäre dann aber, denke ich, auch nicht so sehr tragisch. Gucken kurz mal rein. Ja, ja, das wird wahrscheinlich hier... so, wir müssen ja auch nicht so weit spulen. So, genau, noch 4000 Liter Holz. Alles perfekt. Und jetzt haben wir aber zumindest, guck mal, jetzt sind nämlich die Laubbäume hier schon ein bisschen schön saftig grün. Das Wetter ist zwar nicht ganz so toll, aber das macht nichts. Eine schöne fette Wolke hier drüber. So, und ich habe das ja gesagt, also für was anderes ist das Grundstück halt nicht wirklich gut, ne? Weil wir haben hier diesen Triggerpunkt und hier ist auch das mit dem Wasserfall. Das sieht ja eigentlich alles ganz schick aus. Ich würde mir schon so ein bisschen hier das Grundstück kaufen. Und da müssen wir mal gucken. Also hier werden wahrscheinlich einige Bäume erstmal weg müssen. Die werde ich einfach wegfällen. Und wenn die dann weggefällt sind, können wir dann immer noch welche stellen, wo wir Bock drauf haben, dass die ein bisschen dekorativ sind. Aber ich vermute fast... ich vermute fast, dass wir sogar hier eine ganze Menge Bäume wegmachen müssen. Wenn wir das so nutzen wollen, wie ich mir das denke, wir kaufen erstmal das Grundstück. Ist ja nicht allzu sehr teuer, ne? Eigentlich die 32. Mal, die kostet 25.000. Also die nicht zu kaufen wäre echt dämlich. Und theoretisch sollten wir eigentlich vielleicht das Grundstück schon mal dazu nehmen. Das kostet nicht so viel. Denn ich glaube, perspektivisch macht das schon Sinn, wenn wir beide bearbeiten können. Denn das geht ja... seht ihr ja bis hierhin und hier beginnt schon das nächste Grundstück. Und hier kann man auf beiden wahnsinnig viel machen. Aber wir müssen, vermute ich, wirklich hier alle Bäume wegnehmen erstmal. Denn vorher können wir mit Landscape nicht viel machen. Und... ja. Da habe ich jetzt gar nicht so wirklich damit gerechnet. Ich glaube, wir fangen klein an. Wir werden hier vorne in der Ecke ein bisschen klein anfangen und ist dann nicht ganz ideal, aber wir machen das erstmal so. Denn ich glaube tatsächlich, ich möchte dann ja die Schafe noch haben, ne? Und da glaube ich, wird ein Stall reichen, aber ich werde den großen Stall nehmen. Ich werde es nicht übertreiben mit dem ganzen Kram. Ich habe mir auch noch ein paar andere Sachen angeguckt, die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel gibt es unter Gewächshäusern eine kleine Baumschule. Die nimmt aber wahnsinnig viel Platz weg. Die könnte man dann gegebenenfalls auch ein bisschen weiter unten dran hinsetzen. Und es gibt auch Gewächshaus und Baumschule. Ich weiß aber nicht, ob das sich profittechnisch lohnt. Man braucht dafür dann natürlich auch noch die extra Verkaufsstation. Die sieht aber auch ganz niedlich aus. Aber ich finde, das passt gut in unser Projekt eigentlich. Von daher wäre das schon eine ganz coole Sache. Und ich bin auch ein Mensch, wenn ich zum Beispiel so einen Schafstall stelle, werde ich wahrscheinlich die ganzen... Spinnereien und sowas hier auch ein bisschen mit hin platzieren. Aber das könnte man hier alles schön ein bisschen an der Seite noch anordnen. So ein bisschen halb im Wald, so ein bisschen ein paar Bäume drumherum mit ein paar schönen Auffahrten und so. Aber wie ich schon sagte, wir müssen erstmal Kahlschlag machen hier. Anders bringt uns das nichts. Aber auf dieser Ebene können wir auf alle Fälle schon mal anfangen. Hier müssen wir jetzt nicht allzu viel machen. Und das Erste, was ich glaube ich machen würde, wäre eine kleine... Halle, irgendwas in der Richtung. Ich habe mir sowas gedacht wie hier, so eine Scheune mit Werkstatt. Die finde ich eigentlich ganz niedlich. Auch wenn ich das nicht mag, wenn da solche Bodenplatten drunter sind. Gibt es Scheune mit Garage, die gefallen mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube fast, dass ich die schöner finde. Wenn ich ehrlich bin. Wir speichern mal. Guck, Fahrzeug hier ist noch an. Ja, hier. Müssen wir auch mal nachtanken noch demnächst. Oh, als allererstes würde ich mal im Landschaftsbau... oh, hier gibt es wirklich nur Gras als das, ne? Ja, aber ich würde das hier erstmal... alles erstmal wegmachen, dass das für mich ein bisschen neutraler aussieht. Den Weg
Den können wir auf alle Fälle schon mal wieder zurückmalen. Ne, das passt. Was ist das hier? Das ist nicht mal dieselbe Struktur, ne? Macht mich schon wieder fertig. So, das ist Sand. Das sieht auch wieder anders aus. Und das ist Schotter, ne? Naja, wir werden uns ein bisschen den Kompromiss daraus erarbeiten müssen. Das nützt nichts. Ja, weil diese Struktur hier kriegt man tendenziell nicht rein. Das heißt, wir müssen wirklich feingliederig mit so anderen Sachen noch mit dazwischen arbeiten. Und dann machen wir uns vielleicht wie so kleine Schotterwege noch dazwischen. Das müssen wir da mal gucken. Ich würde jetzt hier mal gucken, das hier ist auch alles noch grün, ne? Das heißt, hier könnte man auch noch ein bisschen was wegnehmen. Da malen wir auch mal einfach nur ganz grob erstmal drüber. Dann gucken wir uns das Gelände mal an. Aber das sieht recht eben aus, ne? Ich gehe trotzdem mal mit dem Tool hier erstmal ein bisschen drüber. Ah, ihr seht hier, nach vorne geht es ein bisschen hoch. Vielleicht gehen wir eher von dem Part hier nach unten. Ob dieser Trigger hier 2 mm weiter oben ist oder nicht, spielt jetzt überhaupt keine Rolle. So, und hier gehen wir erstmal grob hoch. Ich weiß noch nicht, ob wir das dann so lassen oder nicht. Das müssen wir uns mal überlegen. So, und jetzt gucken wir mal. Also ich würde ganz gerne ein Farmhaus stellen zumindest, dass wir mal irgendwie schlafen können. Hier sowas, ne? Ich finde den so geil. Eigentlich müssten wir den stellen. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich find die cool. Das hier ist ja eigentlich auch ein cooles Häuschen, aber das wirkt mir mittlerweile zu undetailliert. Und ich finde, die sind von den Texturen und so und mit dem ganzen Drum und Dran gefallen die mir schon richtig, richtig gut. Und das würde ich, vermute ich, mit irgendwie einer... Die passen nicht ganz perfekt, nicht ganz so der Style. Ich muss mich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen umgucken. Aber ich glaube, ich finde die ganz nett. Ich mag eigentlich keine geschlossenen Hallen, aber irgendwas an der gefällt mir. Bin ich ehrlich. Irgendwas gefällt mir an der und ich könnte mir glatt vorstellen, dass wir die vielleicht hier irgendwie... Dahin geht ja so die Treppe lang, ne? Dass wir die irgendwie so hier hinstellen. Ne? Hier kommt ja der Platz. Dann knallen wir das Ding hier hin. Gehen nochmal auf Speichern. So, und dann gucken wir nochmal. Und das Farmhaus müsste dann... Ich weiß noch nicht, welches wir nehmen. Auch das Kleine gefällt mir gut, ehrlich. Also die sind alle so hübsch. Aber ich glaube fast... Ah, eigentlich das hier, ne? Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, die... Das ist ein bisschen niedlicher noch, ne? Es reicht vermutlich auch zu. So mit dieser kleinen Veranda vorne dran und so. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber eigentlich müsste das auch ein bisschen weiter vor, oder? Da hätte man hier drüben die Treppe. Käme ganz gut ran. So ein bisschen wie so ein auffahrtsmäßiges. Hier ist jetzt auch nicht viel Baumkram, der uns dolle stört. Ich glaube, das machen wir. Wir nehmen mal das Baumzeug da weg. Da ist ja nicht viel dazu. Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen das Grundstück anpassen. Also das wäre jetzt einmal der hier. Der wiegt nämlich jetzt auch nicht viel. Den können wir hier einfach mal an die Seite legen. Zack. So, das Strauchzeugs, das müssen wir eh wegmachen. So, der wiegt jetzt ein bisschen mehr. Den teilen wir uns aber einfach einmal in der Mitte durch und dann passt das auch, denke ich. 152, genau. Und ich werde das Zeug vermutlich eigentlich wahrscheinlich nur wegschreddern. So, und was wiegst du? 171, perfekt. Ja, genau. Erstmal nur dahin.
immer wieder dasselbe mit den ganzen Fenstern, die hier immer aufploppen. So, ich glaube, den können wir auch schon mal wegnehmen. Irgendwie immer so. Ich muss erstmal alle Sträucher wegmachen und dann kann ich sie neu setzen. Da, wo ich sie haben will. Ja, aber ich glaube, hier vorne, wenn wir hier noch ein bisschen das hoch machen und dann einfach, wir können ja mit den Texturen, ich hoffe, die Felstextur ist noch da. Da habe ich jetzt gar nicht so genau nachgeguckt. Oh. Den Hang brauchen wir eh nicht so dolle, ne? Da können wir dann einfach nochmal gucken, was wir damit machen. So, das Fahrzeug da unten. Genau. Jetzt gucken wir mal. Ne, es gibt keine Felstextur. Das ist schade. Die haben wir gerne genutzt in den anderen Teilen. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen, vermute ich mal, das so gestalten, dass das trotzdem halbwegs cool aussieht. Ich habe tendenziell, glaube ich, noch irgendwie unter Sonstiges, genau, ich habe hier diese ganzen Steine noch mit da. Das ist auch irgendeine Mod, fragt mich nicht irgendwas mit Rocks oder sowas. Die sehen aber, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich pralle aus gerade. Aber mit denen könnte man ein bisschen arbeiten. Aber allein sehen die halt auch doof aus. Schade, schade, schade. Also das muss ich echt sagen, das ist wirklich schade, dass Giants da an der Stelle nicht nochmal irgendwie zumindest einige von den Texturen aus den anderen Bereichen mit reingenommen hat. Also, ich meine, wir werden uns hier schon irgendwas zurechtbauen, was gut passt. Ne? Ich kann ja hier immer noch mit den Sträuchern und Co. ein bisschen was machen. Aber man hätte es halt schöner machen können. Ne? Das ist einfach so mein Punkt. So, okay. So, jetzt haben wir hier erstmal eine kleine ebene Plattform und hier stellen wir jetzt erstmal an die Ecke unser Farmhaus, das was ich mir hier rauspicke und ja eben, entweder, nee, ich glaube wir hatten uns auf das hier geeinigt, ne, das sieht eigentlich ganz schick aus. Die Veranda vorne, der Triggerpoint ist auf der Seite, finde ich eigentlich ganz cool und dann wäre das eigentlich so eine coole Sache, wenn wir das hier so hinstellen. Zack. Boah, sieht eigentlich ganz gut aus. Dann haben wir nämlich hier so ein bisschen Einfahrtsbereich. Und können wir das zweite Gebäude nämlich auch gleich hinstellen. Das ist sozusagen diese kleine Halle hier gewesen. Die hier. Also das ist halt was anders, ne? Aber ich finde, irgendwie sieht die trotzdem cool aus. Ich weiß halt nicht, ist das hinter dem Gebäude oder davor hier? Ich weiß auch nicht, ob wir diesen Triggerpunkt hier... Und wie komme ich da rein? Ist das Hinterausgang? Schwierig zu sagen, ne? Können das auch hier einfach gegenüberstellen? Das wäre auch ganz witzig. Ich will den Triggerpunkt nicht ganz verbauen. Das ist irgendwie dann auch doof. Und ich würde ganz gerne zumindest auch den Durchgang da lassen wollen. Oder bauen wir hier einfach drüber. Nervt uns das, aber dann haben wir den wahrscheinlich genau mitten im Gebäude. Ne? Das wäre dann auch doof. Wir müssen aber nicht mit riesengroßen Fahrzeugen hier durch. Das wäre halt wirklich so, ich glaube, auf der anderen Seite kommt man dann auch noch gut ran. Das ist wirklich so ein kleines, ja, ich sag mal so ein kleines Zuhause. Ne? Vermutlich wäre... Also ein Hühnerstall wäre vielleicht noch ganz geil. Den würde man hier oben sogar mit reinkriegen, ne? Das wäre eine ganz coole Geschichte. Den könnte man hier so einfach für ein bisschen für den Eigenbedarf, wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht finde ich dann auch nochmal eine coole Mod für einen Hühnerstall, wo das noch ein bisschen schöner aussehen würde. Und mal hier mit ein bisschen Gras arbeiten.
Ich tue mich bei sowas sehr schwer, weil ich da sehr... Hier wäre es nochmal ein bisschen in der anderen Optik, aber ich glaube, die möchte ich nicht. Ich glaube, das Dunkle gefällt mir schon ganz gut. Und irgendwas hat mich hier von dieser Variante überzeugt, dass wir das so hier hin machen. Und ich glaube, wir nehmen jetzt mal noch hier oben ein bisschen was von dem Grünzeug weg. Die Sträucher hier. Auch den hier. Genau. Und auch die Bäume würde ich nochmal wegnehmen. Da holen wir uns mal unseren großen hier ran. Dafür haben wir sie ja mit hergeholt. Wobei, hier ist schon noch genügend Platz. Also das täuscht, glaube ich, alles auch ein bisschen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir mal hier die Bäume, die hier noch sind, noch ein bisschen weg. So, und das würde ich jetzt erstmal alles hier bloß runterkippen. Denn hier müssen dann eh Bäume weg. Jetzt können wir dann alles ganz getrost da wieder einsammeln. Bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das könnte schon reichen. Wir nehmen mal den noch weg. Hier ist mehr Platz, als ich gedacht hätte. Also ich habe das wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Und ich denke, dass wir hier viel cooles Zeug machen können auf dieser Ebene. Mit vielen, vielen Gebäuden auch noch. Ich mag das eh nicht so, wenn das so eine riesengroße ebene Fläche ist und wo dann quasi alle Gebäude draufstehen. Das ist irgendwie nicht so meins. Der Hof braucht ein bisschen Charme. Oh. Tut mir leid. War nicht so gemeint. So, schieben wir den jetzt noch rüber. Und dann denke ich, dann haben wir ein bisschen Platz, um uns das so zu machen, dass das funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Hoffe ich. Fahrzeug aus. So, mit dem Kleinen jetzt hier nochmal über die Stümpfe. Steine haben wir ja jetzt hier zum Glück nicht so viele, die uns hier nerven. Das wäre jetzt sonst nochmal ein größerer Prozess gewesen. So, okay, perfekt. So, hätten wir das auch erledigt. Und dann können wir uns jetzt nochmal die Halle hier angucken. Ja. Ich glaube, es ist eine ganz witzige Sache, wenn wir die hier erstmal hinstellen. Dann haben wir wirklich die Option, dass wir sagen können, wir können auf der anderen Seite hier dann echt noch vielleicht sowas wie einen kleinen Hühnerstall oder sowas hinstellen oder so. Oder ich... Ja, ich bin da
Ich bin da noch nicht so ganz, hab da noch nicht so ganz mir meine Meinung gebildet da drumherum. Jetzt wären wir aber auf alle Fälle erstmal, nee, wir gucken uns mal diese kleine Halle hier an. Also die habe ich mir echt, kriege ich hier, was kriege ich denn hier auf? Ohr öffnen. Ah, interessant, okay. Mit kleinen Soundeffekten und allem. Krass, was ist das denn? Hier noch mit so einem Zwischenboden. Und hier ist ja noch ein kleiner Schuppen hinten dran, oder? Das ist ja süß gemacht. Ich hätte zwar gedacht, dass ich hier diesen Bereich noch mit nutzen kann. Ah, hier ist noch ein Baumstumpf. Aber... so ist es auch niedlich. Okay, wir lassen die Tore mal offen. Ja, und hier könnte man dann tendenziell zumindest die Ballenpresse und sowas reinstellen, wenn wir die dann übers Jahr nicht brauchen. Wir holen die... Nee, wir machen erstmal ein bisschen hübsch. Erstmal ein bisschen hübsch machen und dann können wir die Geräte hier noch reinparken. So zum Schluss, um das Flair noch ein bisschen abschließend zu genießen. Also als allererstes zeichnen wir auch hier erstmal ganz grob wieder das Gras drum, denn ich möchte hier keine Betonstruktur haben. Das gefällt mir gar nicht. Das passt auch überhaupt nicht hier dazu. So. So, jetzt brauchen wir ein bisschen kleinen Weg. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind halt ein bisschen beschränkt. Deswegen wird es, vermute ich, einfach darauf hinauslaufen, dass wir sagen, irgend so ein bisschen was zwischen... Wir machen mal ein bisschen größer. Nee, nicht... Ist das nur Matsch? Matsch und Sand? Tatsächlich, das ist eine Matschtextur. Ja, dann wird es wahrscheinlich irgend so ein Kompromiss aus diesen ganzen Teilen. Und hier müssen wir auf alle Fälle auch noch mal ein bisschen ansetzen mit dem Formen-Tool. Also da nehme ich das Hügel-Tool und dann würde ich sagen, machen wir hier noch eine kleine Ecke größer. Rein mal den Rechtsklick und dann gehen wir hier mal so schön rum. So, und das können wir hier wieder glätten. Und wenn es dann ein bisschen... Huch. Wenn es ein bisschen hucklig ist, gehört es dazu. Das muss so sein. Ja, aber so kommt man erstmal schön hoch, denke ich. Das passt schon. Wobei die Ecke hier noch ein bisschen hoch ist. Das merkt man dann beim Fahren. Mit dem Traktor merkt man das dann, ob das dann schick ist oder nicht. So. Hier, ne? Zack, einmal rum. Ist ja auch noch das zweite Feld. Jetzt hier auf der Seite gibt es nichts, ne? Genau, die können so bleiben, wie sie sind. So. Genau, und dann würde ich hier auch einen kleinen, wie so einen Mini-Weg drumherum ums Haus gehen lassen noch. So, erstmal ganz grob, dass wir eine ganz, ganz kleine Linie haben, ne, so ungefähr, denke ich, ist das eine ganz coole Sache. So, und dann kann man jetzt ein bisschen noch mit den Texturen hier spielen. Also ich würde zum Beispiel auch ein klein wenig mit dem Waldboden spielen, weil wir hier bestimmt noch den ein oder anderen Baum einfach noch wieder mit reinpflanzen. Und genau, vielleicht auch ein klein wenig Schotter. Ich könnte mir das vorstellen, dass man gesagt hat, okay, genau wie hier, ne? Gerade in den Bereichen, wo hier vielleicht auch Fahrzeuge langgefahren sind oder so, ist ein bisschen, liegt ein bisschen Schotter rum. Auch hier bei den Einfahrten, ne? Ich meine, wenn das alles bloß Schlammtextur ist, müssen wir jetzt hier nicht übertreiben, aber zumindest
Und nochmal gucken, wie das mit dem ganzen gewachsenen Kram aussieht. Und eben, dass man halt so einen kleinen Mix hat, ne? Ist mir schon fast ein bisschen zu viel. Hier. Oder wie sieht denn der Sand aus? Da müssen wir mal gucken. Wenn da noch ein bisschen Grünzeug mit drin wächst, dann ist das wahrscheinlich auch nochmal eine andere Geschichte. Okay, so. So sieht das schon mal ganz okay aus. So, dann würde ich sagen, als allererstes machen wir uns hier ein bisschen Gras wieder hin. Bevor wir dann weitere Sträucher und Bäume und sowas platzieren. Auch hier dazwischen. Wir dann wahrscheinlich auch noch so einen kleinen Weg rumgehen lassen um das Häuschen. Aber ich denke, das machen wir dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Wir machen jetzt erstmal wirklich den Bereich, der hier vorne ist. So, okay, perfekt. So, und jetzt natürlich müssen wir noch ein bisschen mit Sträuchern auch arbeiten. Und ich sehe bei dem Zeug hier nicht so richtig durch, was sind hier Sträucher vom Wasserkräuter und was sind hier irgendwie normale. Vielleicht machen wir erst Bäume. Vielleicht machen wir erst ein paar Bäume. So, und wir sind ja hier eigentlich im Wald, also im Man könnte natürlich auch einen schönen Laubbaum reinnehmen, ne? Den kann man sich ja selber gesetzt haben, das ist ja völlig egal. Der muss ja nicht hier ursprünglich entstanden sein. Und da haben wir ja doch einige ganz nette Kandidaten. Sowas wie den hier, ne? Der sieht schon schick aus. Aber ich muss mir mal angucken, wie so ein so in diesem Waldstück so auch so ein schöner großer Nadelbaum natürlich auch was für sich hat, ne? Ach, ist schwierig. Die, die mich kennen, die wissen, dass das immer ein Problem bei mir ist. Dass ich mich ganz, ganz schwer damit tue. Abschließend, ah, das ist ein Mammutbaum. Okay, das sind die aus der Platinum Expansion hier. Interessant, interessant. Der ist ein bisschen sehr groß. Ja, obwohl es eigentlich auch cool aussieht. So, wo waren wir hier vorhin gerade eben? Der ist sehr, sehr mini. Ich glaube, so einen kann man hier so ein bisschen an die Ecke setzen, auf alle Fälle. Ich glaube, ich möchte irgendwie so einen Laubbaum hier mit drin haben. Aber idealerweise halt eben so, dass er nicht unbedingt direkt ins Haus ragt. Das, wenn das da so reinglitscht, ist das irgendwie auch nicht so hübsch. Ich glaube, so ist ganz okay. Ja, da hat man hier so ein bisschen bei der Auffahrt das. Ja, ich denke, das passt schon so. So ist das eigentlich eine ganz coole Geschichte. So, und da kann man aber getrost jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei kleine drumrum setzen. Ich würde auch hier vielleicht noch so ein Bäumchen hinsetzen, auf die Seite. So, und vielleicht auch noch einen etwas kleineren dann hier vorne. Aber das müssen wir mal wirklich dann gucken, wie das dann aussieht. Ich glaube, ich würde auf der Seite noch gar nicht so sehr viele Bäume jetzt hinsetzen, weil ich noch nicht genau weiß, was wir daraus machen. Hier unten kann auf alle Fälle noch ein bisschen Räucherkram und Co. hin. Ne? Hier vorne kann auch ein bisschen was davon drauf. Das passt, denke ich, ganz gut. Oh, du bist ein bisschen sehr groß.
So, okay, wir lassen mal die erstmal so stehen. Wir müssen mal ein bisschen gucken. Die Frage ist jetzt, mache ich mir hier jetzt noch ein bisschen Zaun hin? Das ist ein Tor. Das ist kein Zaunsense. Das ist auch ein Tor. Das ist dort ein Zaun sein, genau. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Gucken uns mal die anderen noch an. Hat auch was für sich, so ein dunkler Zaun. Und das ist die ganz einfache Variante. Die ist ganz, ganz schlicht. Aber die muss vielleicht nicht ganz schlicht sein, die Variante. So ein altes, verfallenes Stück Bretterzaun. Ah, das sieht zu modern aus. Das brauchen wir dann auch nicht. Oder hier, die gute Mauer. Nee, um Gottes Willen, das sieht fürchterlich aus. Das passt überhaupt nicht da rein. Aber von dem hier war ich tatsächlich ein bisschen angetan, weil der ein bisschen massiver aussieht, ein bisschen qualitativ hochwertiger. Ich weiß gar nicht, kriegen wir hier so eine... Funktionieren die als Einfahrten? Bin mir unsicher. Vielleicht machen wir mal das einfach mal hier so hin. Ja, das ist ein Tor, was man aufmachen kann. Okay. Gucken wir uns das mal kurz an. Boah. Weiß ich noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen rumspielen. Also ich würde auf alle Fälle den Zaun nehmen, der gefällt mir ganz gut. Und ich würde jetzt hier auch auf alle Fälle ein klein wenig Zaun drumherum bauen. Ne? So, irgendwas in dem Dreh. Weiß gar nicht, ob wir dann einfach hier... Wartet mal, wir nehmen mal das hier ein bisschen weg. Nehmen die nochmal weg. Wir gehen mal noch ein Stück weiter außen hin mit dem Zaun. Nehmen die ruhig mit. Lasst uns mal so ein Stück hier hinstellen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich so ein kleines Tor nehmen, was dann hier so runterführt. Da muss ja jetzt keiner durchgehen, wisst ihr? Das kann man aber ruhig ein bisschen offen stehen lassen dann auch. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. So. Wenn wir hier dann noch ein paar Bäume und so hinstellen und ein bisschen machen, dass dann... wenigstens so ein bisschen aussieht wie... Jetzt wäre das wie so ein kleiner Weg nochmal so auf die Wiese raus oder sowas in der Richtung. Das muss man... Ja. Entwickelt sich ja alles noch, ne? Ist ja alles so ein Stand, der sich... den wir uns erstmal angucken müssen. Entweder wachsen die noch ein bisschen dichter, diese Sträucher, das weiß ich nicht. Oder die sind wirklich komplett anders. Ne, das sind unsere Büsche, die haben wir normalerweise eigentlich, ne? Der ist jetzt ein bisschen doof da, aber... Habe ich, glaube ich, auch vorhin gerade gesucht. So. Das sind ein bisschen sehr, sehr viele Sträucher hier. Wir machen mal hier vorne wieder ein bisschen Gras hin. Und hier würde ich tatsächlich vielleicht unter dem Zaun eher ein bisschen mehr Waldboden, ne? Das müssen wir mal gucken. Das ist natürlich hier auch echt, es geht hier sehr hoch, ne? Wäre halt ganz geil, wenn der Zaun...
Man kann das schon sehen, ne? So. Das heißt halt, wenn wir mit denen anfangen, dann werden wir nicht mehr fertig. Dann müssen wir wahrscheinlich überall anfangen, dann irgendwelche kleinen Rocks hinzusetzen und sowas. Aber an sich finde ich die eigentlich ganz cool. Aber man muss halt wirklich das Gelände extremst drumherum bauen, damit das dann richtig, richtig schick aussieht. Ich glaube, wir müssen einige Sachen hier noch ein bisschen auf uns wirken lassen. Wir werden das hier Stück für Stück, werden wir das jetzt hier vervollständigen. Auch nach hinten zu, was wir dann draus machen. Ich würde sagen, wir holen uns mal unten unseren Traktor. Und fahren mit dem mal... mit dem nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich hoffe, der steht... Ja, der steht hier. Und da können wir zumindest mal die Ballenpresse oben in die Garage noch stellen. Wir haben nämlich gleich eine Stunde voll. Ich habe es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und würde sagen, nehmen das mal so als Work in Progress mit. Aber haben zumindest jetzt erstmal so eine kleine Ecke, wo wir sagen können, das ist unser Zuhause oben in den Bergen. Und den Rest müssen wir uns jetzt nach und nach noch ein bisschen hübsch machen. Also da kommen jetzt, die Bäume werden da jetzt alle noch wegkommen. Und ich sehe es tatsächlich so, dass wir hier vermutlich jetzt zeitnah noch irgendwie einen Schafstall oder sowas stellen, wo wir dann die ganze Wiese reinstopfen können. Zumindest zu gewissen Teilen würde ich da noch ein Ballenlager machen für Grasballen und sozusagen einen kleinen Schafstall. Und da müssen wir mal gucken. Auf dem anderen hängen dann vielleicht irgendwie, ja... Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, gefällt mir. Wirkt natürlich. Und ich muss mal gucken, was es da noch so für Mod-Möglichkeiten gegebenenfalls gibt. Ja, und der Platz ist nicht allzu riesig, aber groß genug, dass wir sagen können, wir können damit auf jeden Fall arbeiten. So für einfache Sachen, ne? Außer wir kriegen die Geräte nicht rein. Wo hängst du, mein Freund? Irgendwo hängt der. Machen es mal anders. Wir fahren mal durch. Oh. Hallo? Kriege ich die Tür wieder zu? Mach mal die zu. Ja, genau. Werkstatt zu. Und dich wieder auf. Jetzt hängen wir bestimmt gleich hinten, oder? Aber so kriegen wir den Kram zumindest erstmal hier rein. Also, man kann halt den Bereich hier hinten nicht so ganz ideal ausschöpfen. Ne? Da könnte man jetzt ein paar Paletten reinstellen, aber das ist... Weiß ich auch noch nicht. Aber dann ist es halt Deko, ne? So. Vielleicht überlegen wir auch tatsächlich, dass wir sagen, wir machen hier drüben dann noch so eine kleine Art Unterstand. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Dass wir sagen, wir sind eher so im Bereich... sowas Dezentes hier. Aber vielleicht finde ich da ja noch was ein bisschen in einem besseren Look, was ein bisschen besser dazu passt. Was nicht so clean aussieht, sondern auch ein bisschen schon mitgenommen und bewachsen. Und dadurch dann vielleicht sich ein bisschen besser hier einfügt. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Ansonsten sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Und wir werden hier auf alle Fälle noch ein bisschen dranbleiben. Wir werden hier bestimmt noch ein paar Bäume fällen. Ich will hinten auf dem Grundstück, muss man noch ein bisschen glätten. Das war da unsere Baumschule. Also, Baumschule ist ein bisschen übertrieben, aber nochmal ein paar neue von den Bäumen anpflanzen. Und dann müssen wir mal gucken, was hier noch wird. Ja, bis denn. Tschüss.